Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist gut und schön, dass wir heute auch mehrere Anträge zum Thema Europa haben. Hat natürlich mit dem Wahltermin auch zu tun, dass dies geballt so der Fall ist. Der sehr entlarvende Antrag der AfD ist ja auch bewusst so gestellt. Heißt eigentlich nicht EU-Budget zum Wohle Europas kürzen, das ist irgendwie ein quasi falscher Titel, das heißt die EU abschaffen. Nichts anderes ist hier gewollt, denn wenn man sieht, wofür sie kein Geld mehr geben wollen, da ist eine lange Liste, da ist so ziemlich alles aufgeführt, da fällt mir fast nichts mehr ein, für was sie denn überhaupt noch Geld ausgeben wollen. Also, sie sind die wirkliche europafeindliche Partei hier in diesem Parlament, und das sollen die Mitbürgerinnen und Mitbürger auch wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber das wird ja nicht reichen, nur europafeindlich zu sein. Das ist ja Gottes Willen. Das gilt bei Ihnen ja als schick. Nein, Sie säen auch Hass und Unfrieden. Und das haben Sie schon in Ihrem Antrag mit aufgeführt. Sie behaupten, es gäbe politische Konflikte und Unfrieden durch die EU. Nein, das ist durch Ihre Handlungsweisen. Wollen Sie dies produzieren? Es wird Ihnen natürlich nicht gelingen. Sie unterstellen den Staaten Ost- und Südeuropas pauschal, dass sie Korruptionsprogramme haben. Das machen Sie einfach so. Da gehen Sie über alles hinweg. Sie sind tatsächlich auch nicht mal in der Lage, halbwegs einen Ansatz für europäische Politik zu finden. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Ihre weiteren Ansätze, die Sie hier drin haben, die Außen- und Sicherheitspolitik abzuschaffen, nicht mehr zu finanzieren, sie nur noch national zu machen, widersprechen Sie sich ja auch noch selber. Sie wollen also Frontex nicht, wenn ich das richtig lese, sonst würden Sie ja nicht die Mittel dafür streichen wollen. Wie wollen Sie denn das, was Sie immer behaupten, die Außengrenzen zu sichern, denn dann tun? Mit deutschen Beamten, deutscher Polizei in deutscher Hoheit an den EU-Außengrenzen? Was stellen Sie sich überhaupt vor? Welchen Irrwitz treibt Sie denn, was Sie hier uns alles erzählen wollen? Das ist mehr wie blamabel. Selbstverständlich. Ja, und die Nummer mit der Wiedervereinigung der D-Mark, die war jetzt neu eben. Also das habe ich mir gehört. Also es gibt ja immer wieder neue Revolvergeschichten, und dass das die Franzosen waren. Also es ist ganz interessant, bin mal gespannt, was draus wird. Das ist also wirklich eine neue These gewesen, die kennen wir alle noch nicht. Wird bestimmt noch ausgebaut werden, werden wir vielleicht noch ein paar Mal hören. Also hochspannend, was Ihnen da immer wieder einfällt. Auch, dass Sie in der Singularität sich verloren haben, kenne ich von Raumschiff Enterprise, ist auch klar. Auch nicht ganz einfach. Also die AfD ist tatsächlich nicht mehr von dieser Welt. Notwendig ist natürlich. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Malzack-Winkelmann? Nein. Die Aufgabenkritik ist natürlich notwendig, die Aufgabenerledigung und die Kontrolle ebenso. Wir wollen daher eine Stärkung der Säule der sozialen Rechte, auch eine stärkere Finanzierung. Wir wollen Bildung und Forschung selbstverständlich finanzieren auf hohem Niveau. Wir wollen Sicherheit, damit auch Frontex ausbauen. Wir haben natürlich auch die klassischen Aufgaben des Kapitalmarktes, der Bankenunion im Auge zu behalten, ist ganz wichtig für die Wirtschaftskreisläufe. Selbstverständlich die Investitionsprogramme für Beschäftigung und Wachstum. All dies sind Dinge, die wir über die Europäische Union finanzieren wollen. Das steht in unserem Programm. Das ist im mehrjährigen Finanzrahmen abzubilden. Dafür werden wir eine Diskussion führen, wie viel Geld braucht man hier. Die FDP hat schon gesagt, sie will nicht mehr geben, stellt aber immer wieder neue Forderungen auf. Das ist auch Bestandteil des Programms. Und wir werden natürlich dann die Diskussion nach der Europawahl führen, denn dann brauchen wir ein ausreichend hohes Budget. Im Koalitionsvertrag haben wir festgelegt, Deutschland ist zu einem höheren Beitrag bereit. Die Eigenmitteldebatte werden wir auch führen, denn es ist vollkommen klar, wir brauchen Europa. Denn wer glaubt, dass wir als Deutschland alleine die Antwort auf Globalisierung, auf Digitalisierung, auf die Anforderungen des Umweltschutzes oder des Grenzschutzes für Sicherheit ganz alleine national noch machen können, der hat wirklich keine Ahnung, wie die Welt funktioniert. Wir brauchen ein starkes Europa. Wir brauchen ein friedliches Europa. Wir wollen ein offenes Europa. Und was wir nicht brauchen, sind solche irrwitzigen Anträge der AfD. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf. Vielen Dank, Christian Petri. Das Wort zu einer Kurzintervention hat Frau Dr. Malzack-Winkel.